So, also die erste Frage kommt von Sönke Franz, der fragt: Was tut die Landesregierung gegen die Vermeisung, also der Monokultur für Biogas, ohne dabei den Landwirten, die bisher darauf gesetzt haben, auf den Schlips zu treten? Also zunächst mal ist es so, dass die Landwirte ja den Anspruch haben, ja, auf die garantierte Einspeisevergütung. Das heißt, für 20 Jahre haben sie einen Anspruch drauf und in diesen Anspruch darf und sollte man nicht eingreifen, weil sonst die Verlässlichkeit von Politik und auch die Investitionssicherheit gefährdet werden würde. Wir müssen gemeinsam mit den Landwirten über eine Strategie entwickeln, wie man wegkommt vom Maisanbau. Wir müssen hin zu anderen Pflanzen. Gibt es die Zuckerrübe als mögliche Pflanze? Durchwachsene Silphie ist eine andere mögliche Pflanze. Durch unsere Agrarumweltmaßnahmen für Auflockerungen sorgen, also dass man Blühstreifen macht, so wie das in einigen Bereichen ja auch schon geschieht. Und wir haben durch die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes zum Januar 2012 ja schon erreicht, dass eben stärker auf Reststoffverwertung, also etwa auf Gülleverwertung, gesetzt wird und eben nicht mehr so sehr auf Energiepflanzenanbau, sodass sich jetzt auch abzeichnet, dass es einen gebremsten Zuwachs an neuen Biogasanlagen gibt. Gleichwohl müssen wir Lösungen finden, und da ist aber auch die Landwirtschaft daran interessiert, für die bereits bestehenden Anlagen einen Input in die Biogasanlagen zu finden, der auch jenseits des Maises liegt und damit eben jenseits dieser monokulturellen Wirkung. Esteban Günther möchte gerne wissen, also ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt, erneuerbare Energien. Der Netzausbau ist doch Ländersache. Da würden mich konkrete Ziele und Planungen interessieren. Wie wird das gehen? Wie lange dauert das? Wo ist das Problem? Das ist Das sind viele Fragen. viele Fragen. Auch eine Antwort würde, also eine allumfassende Antwort würde auch sehr lange in Anspruch nehmen. Versuchen Sie Der es kurz. Netzausbau ist insofern Ländersache, als dass die Landesbehörden zuständig sind für die Genehmigung der Trassen im Planfeststellungsverfahren, aber auch für die Festlegung der Trassen im Rahmen der Raumordnung. Unser Bemühen geht insbesondere auf die drei großen Leitungstrassen derzeit. Das ist die Strecke Wahle-Meckler, Galleckesee-St. Hülfe und Diehle-Niederrhein. Das sind die prioritären Strecken, die auch im Energieleitungsausbaugesetz des Bundes gegeben sind. Durch die nur auf diesen und einer weiteren Strecke im Bundesgebiet möglichen Teilerdverkabelungen besteht die Möglichkeit, eben bei Siedlungsannäherungen, also dann, wenn man an Wohngebäude herankommt mit einer solchen Leitung, eben ein Kabel, das heißt also in die Erde zu legen. Das führt schon mal dazu, dass die Akzeptanz in diesen Bereichen größer ist, als wenn ausschließlich Freileitung gewählt werden würde. Wir werden diese Planfeststellungsverfahren, so wie auch die Raumordnungsverfahren schon gut und schnell gelaufen sind, so zügig wie möglich durchführen. Wir müssen aber natürlich alle Belange berücksichtigen, abwägen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir bei Wahle-Meckler im Januar nächsten Jahres in die Planfeststellung eintreten können. Bei Galleckesee-St. Hülfe warten wir auf den Antrag des Übertragungsnetzbetreibers TenneT. Und dann kann das da auch losgehen. Und bei Diehle-Niederrhein befinden wir uns, beziehungsweise der Landkreis Emsland, der das Raumordnungsverfahren führt, sich derzeit noch in der Raumordnung. Aber ich hoffe, dass es da jetzt und gehe davon aus, dass es da jetzt zügig vorangeht. Und wir sind auf unserer Seite der Planfeststellungsbehörde bestens dafür gerüstet. Da bedarf es auch des Mitwirkens des Übertragungsnetzbetreibers, aber also der Firma TenneT. Da bin ich aber zuversichtlich, dass das auch kommt. Okay, vielen Dank.